Hey Leute, ich bin's Conny und herzlich willkommen zurück zu Roblox Titanic. Dabei sind wie beim letzten Mal immer noch Roblox Victor und Dylan Dusk. Ich habe ja gesagt, wir haben nochmal eine halbe Stunde mehr aufgenommen. Seid gespannt, was in dem Video passiert und viel Spaß. Kommt Leute in den Boiler Room. Ja, wo ist der Boiler Room? Boiler Room? Ganz am Ende, der letzte. Ja, Mann. Ah, hier fühle ich mich doch zu Hause. Ah, ja. Aber was mache ich hier denn eigentlich? Ich meine, ich bin wieder ein Kohlearbeiter. Na gut, dann arbeiten wir wohl als Kohlearbeiter. Dann wird jetzt geschuftet. Schufte Mexikaner, schufte. Oh, was haben wir denn hier oben? Ach, guck mal, hier kommt man raus. Ja, wir wollen nicht raus, wir wollen schuften. Genau, wir wollen schuften. Wir brauchen das Geld. Hier, ich will hier rein. Für die Bar Mitzvah meiner Tochter. Hallo, Louis. Hallo, bist du auch am Schuften? Ja, ich bin am Schuften den ganzen Tag. Oh, hier gibt's eine Treppe nach oben. Oh, wir wollten doch noch König der Welt machen. Ach ja, wir machen König der Welt. Das größte und sicherste Schiff der Welt. Hey, das sieht ja gar nicht aus wie im Film. Ah doch. Komm, Victor, wir machen den König der Welt. Ich dachte, du wolltest den mit mir machen. Ey, ihr macht den voll gut. Ich bin der König der Welt. Und ich stehe da so und gucke. Jetzt hast du deinen Thumbnail, Anton. Ja, jetzt habe ich ein Thumbnail. Aha, wir machen einen. Ich halte es nicht mehr aus! Nein, Victor! Nein! So lief das doch gar nicht im Film. Im Film hast du dich dagegen entschieden zu springen. Och Mensch. Na gut, dann ist Victor heute tot. Kann man das Schiff auch fahren? Das wollte ich schon immer mal machen. Hey, warte. Captain X ist was? Ich sterbe. Du kaufst jetzt nicht extra Titanic Points. Ich will dieses Schiff fahren. Aber da ist schon der Captain, siehst du ihn nicht? Ich will dieses Schiff fahren. Leute, ich sterbe. Ich bin im Lifeboat. Oh, achso. Emergency only. Du darfst ja nur im Notfall rein. Kann ich das runterlassen? Es geht nicht. Lass uns hier warten. Ja, wir warten hier. Ach, gucke mal. Das ist ja unser Freund Victor. Hast du Urlaub gemacht? Moin. So. Wir chillen hier jetzt und warten. Ich habe gehört, das Schiff soll nachher sinken. Ah, cool. Deswegen, ja, wenn wir die Ersten im Rettungsboot sind, dann werden wir auf jeden Fall überleben. Gar kein Ding. Oh, es wird dunkel. So plötzlich. Ach, wie schön. Wir müssen uns aber noch den Rest des Schiffes nachher angucken. Hier gibt's naja, so wir haben 3 Stunden eigentlich. Oh, was ist das? Ein Eisberg. Na, der Captain hat das bestimmt im Griff. Der zieht einfach zur Seite und alles ist cool. Gucke, der eine hat schon gemerkt, sagt dem Captain Bescheid. Alles ganz normal. Ich sehe nichts Besorgniserregendes auf diesem Schiff. Nicht vergessen, die Titanic ist unsinkbar. Aber die sollten vielleicht mal langsam... Ja, also der Captain hätte schon ein bisschen nach links ziehen können. Wäre nichts sagen, aber das ist ganz schön frontal, was wir da gerade machen. Ein bisschen nach links hätte man schon... Ah ja, guck mal, so im letzten Moment eingelenkt. Captain kann das. Siehst du, wir haben es geschafft. Na, kein Problem, siehst du? Oh, mein Moin. Einfach vorbeigefahren, gar kein Problem. Oh nein. Wir haben ihn berührt, Anton. Ja, was soll da schon passieren? So ein bisschen Eisberg. So. Das Schiff ist unsinkbar. Warum ist deine Frau auf dem Eisberg? Die wurde mit runtergezogen. Genau so ist es auch passiert. Ja. Vor allem die Leute, die in dem Emergency-Only-Rettungsboot schon lange bevor der Eisberg zu sehen war, gechillt haben und geschaukelt haben. Victor ist der Schaukel. Nein! Nein. Tschüss, Victor. Wir sehen uns nachher nochmal. Ja, bis gleich. Na, Anton, aber jetzt so langsam. Jetzt so langsam, was denn? Da passiert was. Ja, ein bisschen Schräglage. Das hat das Schiff immer. Wir fahren ja auch gerade nach rechts um den Kurs wieder. Moin, moin. Bin wieder da, meine Freunde. Was Hallo, mein Freund. Warte, wo bist du? Ach, da. Was gibt mit dem Boot ab? Wir sind Kohlearbeiter. Wir hätten eigentlich da unten sterben müssen. Oh mein Gott, hat den Typen weggejagt mit dem Boot. Ja, ob wir jetzt da unten hätten sterben müssen oder nicht. Es war eigentlich unser Schicksal, da unten zu sterben, Anton. Ja, Schicksal, Mixer. Kann es sein, dass das Boot gerade irgendwie ein bisschen abstürzt? Nein. Weißt du, die damaligen Kohlearbeiter, die auf dem Rettungsboot geschaukelt haben, die haben auch nicht gesagt, ja, eigentlich war es unser Schicksal, da unten zu sterben. Die sagten, jo, wir sitzen hier im Rettungsboot und wir sind Menschen, deswegen haben wir verdient, gerettet zu werden. Jetzt löst die Leinen und lasst uns nach Hause fahren. Ich sitze. Endlich. Ja, Victor hat es geschafft zu sitzen. Let us
down. Das Rettungsboot ist noch nicht voll genug. Spinnst du, wir müssen Frauen und Kinder retten. Wir sind nur Männer. Wir sitzen hier schon drin, bevor das Ding überhaupt. Nur annähernd an dem Ding. Das sieht so cool aus. Get off the boat. Nie wieder. Son, sir, have patience. Have patience. We gonna die. We gonna die. Let us down. I'm a woman and a child. I'm a woman and a child, yes. Ma'am. Get out. Okay, ich schreibe einfach okay und wir machen's nicht. Wir sind weiter am Rumschaukeln. Meinst du, auf dem echten Schiff war das auch so, dass der Captain die ganze Zeit rumgenörgelt hat? Du hast einen Bart, du siehst nicht aus wie eine Frau. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sich irgendwie erschossen. Nein, du bist gerade einmal verreckt. She dead, lol. So, jetzt haben wir sogar eine Frau und ein Kind an Bord. Jetzt können wir doch mal runtergelassen werden. Ja, wir haben zwei Kinder und eine Frau. Wer ist Frau und Kind? Let us down. Ich glaube, die Titanic ist gerade ein bisschen am Sinken, ne? Wollte ich kurz anmerken. Nee, alles ist tamam. Okay. Ja! Was? Ja. Oh, warum nur die eine Seite? Warum nur von hinten? Warum wird nur das hintere runtergelassen? Langsam. Ja, sie ist wieder drin, Lilly, Ehrenmann. Lilly, du langsam. Bist so wild. Wer ist das? Achso, noch eine Frau. Oh, siehst okay. Du nur Frauen an Bord? Ja. Komm schon, Doggy, lass uns runter. Oh, Ehrenmann! Ja, Mann! Ja! Ja. Nein! Nein! Nein, ich will nicht sterben! Ich will auch nicht sterben. Geht das Boot wieder hoch? Ich bleib hier sitzen. Ich bleib hier auch sitzen. Ich sehe das nicht ein. Wir sind so lange sitzen geblieben und das nicht, um jetzt zu sterben. Ein Captain geht immer mit seinem Schiff unter. Genau. Das Ding ist halt, wir hängen immer noch am Seil fest. Ja, er lässt uns weiter runter. Ich bin gestorben. Er hat uns ermordet. Wieso? Wieso geht sowas? Okay. Los. Du weißt, was zu tun ist. Unser Boot ist weg. Unser Boot ist unter Wasser. Wir gehen einfach rein. Da! Ist wieder auf dem Wasser. Anton, komm her. Ja, ich versuch's. Nein! What the fuck? Was hat Lilly gemacht? Was hat Lilly gemacht? Lilly ist draufgesprungen. Auf einmal geht das Boot unter. Achso, Ehrenmann. Gut. Okay, Leute. Wir können jetzt los. Wie steuert man das jetzt? Victor, steuerst du mit WASD? Geht nicht. Wie steuert man den Schmarrn? Ich drück W. Ich drücke auch W. Dann drücken wir jetzt alle W. Was passiert? Wenn Lilly nicht mitmacht, müssen wir sie erschießen. Oh! Oh, Louis, kannst du steuern? Ja. Ehrenmann. Ja, Mann. Weg von dir. Wollen wir noch eine Person holen? Tschüss, ihr Loser! Scheiß auf Personen mitnehmen. Plus 10 Survive. Ja, plus 10 Survive. Can I drive? No. Loser. Lilly hat eben schlecht gefahren. Sie wollte warten, dass jetzt noch jemand aufs Schiff kommt. Drive somewhere we can see the boat. Was? Drive. Nee, ich guck mir jetzt noch nicht an, wie diese Opfer da hinten verrecken. Was? Wir fahren jetzt an Land. No boat anymore. Forget it. Warum fickst du mich gerade, Bruder? Das ist gerade nicht der Zeitpunkt. Hinter uns sterben tausende Menschen. Du vergewaltigst einfach Leute. Victor, wenn du dann durch dein Verhalten stirbst, bist du selber schuld. Wieso hast du gerade bei mir eine Glatze? Ich weiß es nicht. Yes, the earth is flat. Ja. True. You are going to go off the earth. Yes, because it's flat. Stop! Die Erde ist flat, Bro. Soll ich einfach weiter geradeaus fahren, egal was passiert? Ja. Also ich sehe nur in unendlich viel Wasser. Schon doch zurück, wenn es dir nicht passt. It's round like a... Okay. Oha.
Das hat sie jetzt nicht gesagt. It's round like a Vagana. Ich sehe hier keinen Grund, weshalb man irgendwo runterfallen sollte. Ja, ich auch nicht. Es dauert eine Weile, bis man von der Erdscheibe runterfällt. Das Victor? Ist nämlich in der Antarktis. Bei mir fällst du fast vom Boot. Ich hoffe, das schon, keine Angst. Oh oh, es passiert irgendwas. I'm a headman, trust me. Victor, setz dich endlich hin. Niemals. Was passiert denn? Wir kriegen sehr viele Survive-Punkte. Ich meine, ey, wir haben es schon in die dritte Klasse geschafft und das nur durchs Sitzen. Ich bin. So, ich würde jetzt reicht's. Lilly, get out. Get off my boat. This is a man. No. I tried to burn ice was underwater. Nice. Get out. Please no. Please no. Dann fahren wir jetzt weiter. No. Vor allem mit ihrem Sonnenschein im Namen. Wir haben ihr den Sonnenschein weggenommen. I'm a kind Blume. I'm a kind Blume. Tschüss, Victor. Oh. Nee, wieder. How about users get off? Yes, comma, genau. You get off now. Oh, Lilly wird wütend. Ich fahre jetzt einfach runter. Ich sehe den Rand noch gar nicht. He can't even see the boat. Tja, so ist das Leben. Wir fahren da jetzt runter, Freunde. Happens, bro. So, warte, ich halte da kurz davor nochmal an. Ich sehe den Rand bei mir noch gar nicht. Ach, da hinten. Are you ready? Hey, der ist doch genau vor uns. Ja, jetzt ja. Sehe ich's. Den, 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 den. Den, 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 den. We will be the first to explore the end of flat. Ey, Anton. Ross hat nicht mal reingepasst. Okay, ich fahr jetzt. Jo, Victor, fahr. Setz dich hin. Anton. Setz dich hin, Victor. Puh. Victor, setz dich hin. We're going to die. Ah! Yes! We survive! Ich meine, wir kriegen ja die ganze Zeit 12 Punkte, deswegen surfen wir. Ja. We are a spaceship now. We are a spaceship now. Das ist diese Raid, worauf? Es geht gleich ab. Übrigens, bei mir sind wir noch auf dem Wasser. Mehr. Ich sehe erst da hinten eine Linie. Echt? Ja. Also bei mir sind wir auch noch im Wasser. Hä, bei mir sind wir schon am Fliegen. Oh, ja. Bei mir kommt der erst gleich. Ich kann die Musik fängt wieder an zu spielen. Ich will kurz sagen, dass ich die Titanic nicht mehr sehbar ist. Ja, hat sie auch schon gesagt. Okay, jetzt nähern wir uns langsam dem Rand, den ich sehe. Ja, bei mir ist auch. Aber hinter diesem Rand ist bei mir kein Space, da ist einfach nur ein anderer Blauton. Ja, ja, bei mir auch. Und wir haben ihn gleich erreicht und die Spitze ist drüber. Mann. Jetzt sind wir drüber. Und es geht ganz normal weiter. Aha, hinter der flachen Erde ist noch eine flache Erde. Was, dahinter ist bei mir Spaceship, oder? Dahinter sehe ich noch nichts. Obwohl. Doch, da ist Spaceship. Wo ist Spaceship? Wo ist Spaceship? Da vorne. Digga, warum schreibt die mit uns? Ich guck's mir nicht mehr an. Ich bin jetzt in der Ego-Perspektive und schau mir das an und genieße die Musik. Wollen wir einfach alle zu dritt gleichzeitig runterspringen? Nee, noch nicht. Ich will gucken, ob da hinten noch ein Ende kommt. Also da hinten kommt noch ein Ende, aber ich will das noch erreichen. Ich weiß, bei dir ist da nichts mehr, Louis, aber bei mir ist da noch. Ja! Victor, guck mal das Boot von unten an. Also spring runter, wenn du Eier hast. Spring runter, wenn du Eier hast. Bei uns ist ja noch Wasser, Louis. Und einfach Lilly ist dabei. Lilly trägt eine Rettungsweste wie so ein Opfer. Ist viel zu groß für dich, Junge. Opfer. Habe ich irgendwas in meinem Inventar? Guck mal, ja, die kämpfen da jetzt um ihr Überleben. Siehst du in dem Chat, Anton? Ja. Guys, Lifeboats, komm. Tja, wir haben schon unser Lifeboat. Wir sind nämlich richtige Männer. Es steht auch über meinem Kopf. Wie lange dauert das noch, bis ihr über dem Rand seid? Ja, irgendwie geht das immer weiter. Nee, bei mir geht... Oh doch, das geht wirklich weiter, oder? Also da hinten ist eine Linie. Nein. Ja, da hinten ist eine Linie. Aha, ja, guck, wir kommen tatsächlich näher zur Linie. Wir haben es gleich geschafft, Louis. We are, Ari. This doesn't look like Eve. Warte, jetzt sind wir gleich da. Ja, Mann. Oh, sie ist weg. Wo ist die hin? Jetzt gehen wir drüber. Ja, Mann, jetzt sind wir im Spaceship. Und jetzt machen wir einfach Spaceship. Jetzt sind wir bei mir Spaceship.
Okay, du hast, wenn du Eier hast, bring runter. Wir sind jetzt ein Spaceship. Ja. Los, spring hoch. Nee, ich werde hier sterben. Einfach hochschwimmen. Mit der 1. Nein, das ist mein Ende. Ich schwimme mich gerade auf deinem Kopf, Anton. Louis, komm hoch. Louis, mach das nicht. Fand ich das Weltall ist kalt. Du wirst erfrieren. Was geht hier ab? Hallo, Victor. Du kannst nicht außerhalb des Schiffs überleben. Was geht hier ab? Alter, ich hab grad ganz komischen Stoff genommen. Wieso flieg ich in der Luft? Ich hab grad ganz komisches Zeug genommen, Leute. Hey. Okay, setzt euch, Leute. Nie wieder. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Los, ich fahr gleich ohne euch weg. Ja, los, let's go. Ich fahre. Opfer. Nein. Opfer. Nein. Opfer. Ey, ich weiß eigentlich nicht, was bei mir abgeht, Digga. Was geht ab, Bro? Was läuft denn so? Na, ich fahr jetzt einfach. Was los? Los, ist schneller als du, Anton. Ja, irgendwie, ich komme auch nicht voran. Musste man WASD fahren oder wie? Louis? Hallo, Louis. Louis, du bist der Einzige mit Fahrerfahrung. Welche Tasten zum Fahren? W? Passiert bei mir nicht. Ich werde jetzt sterben, Freunde. Oha, Musik wird dramatisch. Du kannst jetzt nicht sterben, wenn die Musik dramatisch wird. Wir sind so kurz davor zu surviven. Ich bin tot, Anton. Ich wollte wieder hochkommen. GG. Victor, du musst jetzt fahren. Okay. Übernimm du das Steuer. Du musst ganz hinten sitzen. Ah, siehst du, bei dir funktioniert's. Easy. Drehst du jetzt, um Louis abzuholen? Wir holen jetzt Louis ab. Okay, wir holen jetzt Louis ab. Wir waren zwar schon im Weltall, aber wir fahren auch mal zurück, um Louis abzuholen. Wir hätten auch gleich auf Louis warten können. Ne, komm, wir warten auf Louis. Was ist denn eigentlich das da rechts für ein Licht auf dem Wasser? Der Stern ist falling, still connected to the bow. Was? Okay, Bruder. Der Stern ist falling. Louis, wir holen dich doch nicht ab. Ja, fick dich. Wir wollen sehen, was da draußen noch kommt. Vielleicht erreichen wir den Mars noch vor Elon Musk. Weißt du, was geht jetzt so los? Spaß geh ich nicht. Ich werde jetzt rumfliegen. Ach scheiße, ich bin tot. Ich sehe deine Life Points, wenn sie beschädigt werden. Wow. Los, ich komme zurück. Okay, ciao, Victor. Ich werde ohne euch surviven. Ich habe euch nie gebraucht. Denn ich bin ein Mann. In welcher Klasse bin ich inzwischen? Dritte. Immer noch dritte Klasse. Oh. Louis ist ein Kohlearbeiter. Louis ist Crewmember. Was hast du getan, Louis? Bei wem hast du dich eingeschleimt? Ich habe jedem Deutsch beigebracht. Und das nur in 2 Stunden. Was, ich komme nicht mehr aufs Boot? Das Weltall ist so riesig. Wie, du kommst nicht mehr aufs Boot? Ja, das Boot ist schon gesunken. Ah, ja, ich bin ganz oben als Überlebender und ihr beiden auch. Hey, warum die anderen nicht? Woran macht man aus, ob man Überlebender ist und wer nicht? Ich weiß es nicht. Tja, überlebe einfach. Ich habe auch überlebt, aber Victor ist 300 Mal gestorben. Du bist auch einmal gestorben. Alles klar, Leute. Gut, das war's mit Titanic. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was das Spiel so zu bieten hat. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Sachen, aber ich weiß nicht, ob die so interessant wären für ein Video. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Abonniert auch Roblox, Victor und Dylan Dusk. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's und ciao! Wieder hochbekommen.